Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Metroid und zack, einfach da durch. Und wollte ich nach oben oder nach unten? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe einfach erstmal nach unten. Ist näher dran. Da sind nicht so viele Gegner. Na gut. Was bist du denn? Ach, ist hier eine Strömung? Nee. Aber was bist du denn? Geh mal weg. Geh weg von mir. Verschwinde. Geh in die Wand. Okay, hier kann ich nicht hoch. Na toll. So, und das Kaputtschießen. Gut, da kann ich scheinbar noch nicht durch. Oder ich musste gerade wieder einen Grapple Beam benutzen und hab's nur nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal nach oben. Diese Töne hier im Hintergrund, die sind so nervig. Du, geh mal sterben. Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe, habe ich gesagt. Lasst mich in Ruhe. Geh weg. Ups, ich habe bald kein Leben mehr. Die Viecher hier machen viel zu viel Schaden. Oh, ja, Tatsache. Hey, guck mal, der Typ ist so dumm, seinen Stream umzustellen. Du hast vollkommen recht. Ich bin zu dumm. Wahnsinn, wie dumm genau ich bin. Ja, vielen Dank für diese Info. Was seid ihr denn? CB-Sianer. Geht alle sterben. Weicht von mir. Lasst mich in Ruhe. Ich muss hier durch. Und ich kann da immer noch nicht rein. Was war das denn? Ach so, die Dinger spucken Strom aus oder so. Was ist denn mit euch verkehrt? So, jetzt schießt den Scheiß oder lass es. Komm du her. Lass dich töten. Das ist nett von dir, dass du einfach so stirbst und mir Energie fallen lässt, die ich direkt wieder verliere, weil ich in diesen Strom reinrenne. Ich muss dich, glaube ich, häufiger treffen, habe ich das Gefühl. Ja. Oder ihr verliert gar nicht eure Flügel. Na gut. So, und dich töten. Und dich auch. Ach du Scheiße, du verlierst ja auch Strom. Ach, so ein Kack. Ich krieg hier mehr Leben durch unnötige Sachen als durch alles. Krieg hier mehr Leben. Ja, verliere mehr Leben durch unnötige Sachen als alles andere. Wahnsinn. Ich bin so schlecht. Das ist unfassbar. Jetzt bin ich hier oben angekommen. Och nö, das wird doch nichts. Ich falle hier 100 pro runter. Ich sehe das schon kommen. Jetzt ist hier wieder diese komische Zelda-Musik. Okay. Seit wann ist Strom grün? Das ist doch... Ich glaube, ich hätte dich nicht unbedingt einfrieren sollen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Warte mal, jetzt bin ich irgendwie ganz unten angekommen. War das gewollt? Hier muss es irgendwo runtergehen. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich nach oben. Ah, da müsste irgendwo ein Item sein, sagt zumindest die Karte an. Und wieso ist da oben so ein Ding in der Luft? Was machst du denn da? Bist du das Ding, was ich vorhin aus Versehen abgeschossen habe? Oh, warte mal, ich kann so hoch springen. Ich glaube, ich kann nicht so hoch springen. Komm zurück. Aber so hoch kann ich springen. Sag mal, was macht der denn für einen Weg? Bis wohin fliegst du denn? Bis dahin, okay. Dann gehe ich jetzt einfach auf dich drauf. Du verlierst nicht an Höhe, okay. Dann werden wir jetzt erstmal genüsslich hier drauf sitzen. Und Stunden warten, bis irgendwas passiert. Yeah, das ist so cool. Was bringt mir das hier? Vielleicht entdecke ich da hinten irgendein Geheimnis. In der Tat, hier ist Boden. Da kommt was an. Ach so. Ich komme von hier, oder? Natürlich komme ich von hier. Was zur Hölle? Was soll das? Einfach mal hier runterfallen. Hier ist auch nichts Besonderes bisher.
ich kann hier rein. Oder kam ich vielleicht von hier? Nee, von hier kam ich nicht. Das ist ein Laufband, okay. Alles klar, ich muss einfach laufen. Okay. Ich habe meinen X-Ray Scope, das werde ich dann gleich mal benutzen. Da kann ich runterfallen, da kann ich von oben hin. Wo genau bin ich denn, dass ich da von oben hin kann? Keine Ahnung, wie ich da von oben hinkommen soll. Das ist sehr interessant. Vielleicht muss ich hier irgendwo was machen. Nein. Vielleicht hier. Nein. Gut, dass ich auch einfach auf dem Laufband eingefroren stehen bleiben kann. Okay, offensichtlich gibt es hier nirgendwo das, was ich suche. Ach, ich muss auch weitergehen, natürlich. Ich wollte gerade sagen, eventuell muss ich hier irgendwie runter und eventuell kann ich hier auch irgendwo runter. Oder auch nicht, okay. Hier kann ich auch nicht runterfallen. Kann ich denn hier... Nein. Nein. Nein, okay. Ich habe gerade null Plan. Mal wieder. Ich habe es entdeckt. Gerade so. Oh, warte mal. Dann müsste ich hier auch zu dem Mist geheimen Geheimnis kommen. Na toll. Ich komme nicht mehr hoch, verdammt. So. Oh, warte mal, da unten ging's weiter. Na sowas. Was zur Hölle? Da kann ich durch. Und da kann ich durch. Wie darf ich das denn verstehen? Ach so, okay. Warte mal, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Es ging von da runter und da darf ich nicht nach unten fallen. Alles klar. Na, mal sehen, ob ich das hinkriege. So, und plops. Und jetzt kann ich einfach hoch, okay. Einmal eine Supermissile, bitte. Das ist nicht die Supermissile. Das hier ist die Supermissile. Was zur Hölle? Und wo ging es jetzt lang? Alles klar, einfach hier runter. So viel Aufwand für ein paar Raketen. wo muss ich denn jetzt lang? Ich habe nur diesen Weg zur Verfügung. So ein Scheiß, jetzt falle ich hier runter. Oh nö, es ist wieder diese Strecke hier. Oh Gott, und es fängt direkt wieder an. Es wird so super, diese Stelle nochmal zu machen. Hey, das macht Spaß. So, und darüber. Bitte weiterfliegen. Vielen Dank. Und darüber. Und springen. Warte mal.
Da hinten, okay, das ist aber verschlossen. Gerade auch keine Ahnung, wo genau ich hin wollte. Ich glaube, ich hatte da jetzt auch alles erkundet und konnte nicht weiter. Oder gab es oben noch irgendwas? Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, wenn ich jetzt auf die Karte gehe, dann komme ich auch nirgendwo hin. Okay. Jetzt, was? Ach, da ist schon wieder Strom. Natürlich. Ich darf nicht in grünen Strom reinrennen. Grüner Strom ist gefährlich und tut mir weh. So, dann gehen wir nochmal zurück mit... Ich bin immer noch fast tot. Verdammt, Axt, ich muss mal irgendwie Leben kriegen und nicht nur Leben verlieren. Okay, mit dir kann ich zumindest schon mal ein bisschen Leben kriegen. Kann ich hier irgendwo mit dem Rebel Beam was machen? Offensichtlich nicht. Mhm. So klappt das nicht. Aber vielleicht, wenn ich hier Anlauf nehme, ganz normal renne und dann auch nicht. Okay. Interessant, dieser Raum ist merkwürdig. Alles klar. Dann brauche ich erst die Gravity Suit oder sowas. Man braucht einfach viel zu viel in diesem Spiel, um weiterzukommen. Wieso hat Samus so eine unglaublich riesige Ausrüstung, der sie einfach alles auf der Welt machen kann, was sie will? Aber meines Wissens nach fehlen nur noch zwei oder drei Sachen, die sie hat, haben kann. Also an einsetzbaren Waffen kann ja eigentlich nicht mehr viel über sein. Ich hasse es, wenn irgendwelche Viecher wie Raben aus Donkey Kong klingen. Ups, ich wollte gerade sagen, hey, ich krieg mehr Leben dazu. Aber ich verliere es auch gleichzeitig wieder. Ach, du bist vor mir auf einmal. Wieso bist du jetzt vor mir? Da, jetzt bist du in mir. Das ist auch nicht besser. So. Ich bin komplett von diesem Spiel verwirrt. Das ist nervig, dass da mal steht, hey, kannst du nicht laden. Das kann ich bewusst nicht laden. Ich habe keinen Savepoint dahingesetzt. Was war denn hier drin? Hier gab es auch nichts, oder? Ups. Wie kam ich? Von der anderen Seite musste ich irgendwie hier hinkommen. Das ergibt keinen Sinn. Ah, da gibt's einen E-Tank. Ich will diesen E-Tank haben. Gut, scheinbar jetzt noch nicht. Ich brauche definitiv diesen E-Tank. Und ich brauche den Weg, wie ich hier runterkomme. Stimmt, ich habe vorhin versucht, erstmal das Item zu kriegen, was hier gab. Jetzt müsste ich einfach nach rechts können. Was willst du denn? Kommt noch mehr von... Ja, natürlich triffst du mich erstmal. Gib mir Leben. Gib mir mehr Leben. Das ist weniger. Hm, wollte gerade sagen. Okay, scheinbar will er nicht mehr, aber dann wollte er doch wieder. Ups.
Ja, das lohnt sich jetzt nicht dafür, da hinten hinzugehen. Hallo, gibt mehr Leben. Ach so, du respawnst erst, wenn... Ja gut, ich lasse es jetzt einfach. Ich kriege hier nur schon wieder auf den Sack. Wenn du Geschwindigkeit aufbaust, kann ich... Ja, ich weiß, aber ich kam da nicht mal hin. Und in der kurzen Strecke, die dahinter war, konnte man keine Geschwindigkeit aufbauen. Das meinte ich gerade mit, das ist verwirrend. Jetzt bin ich... Wieso ist hier auf einmal ein Gegner? Der war vorher nicht da. Ich war ja schon 10 Millionen Mal da oben, aber was soll's. Es ist mir egal. Boah, im Ernst? So, okay, dann ein bisschen Schwung holen und aufladen. Und Schwung holen und nochmal Schwung holen. Und verdammt. Jetzt ging das mit dem Schießen wieder nicht so ganz. Jetzt ging das mit dem Schießen schon wieder nicht so ganz. Was bist du denn? X-Rays, go! Nichts? Wie darf ich das verstehen? Superbombe. Bringt mir auch nichts. Was hast du hier zu tun? Warum bist du hier? Werd zum Ball. Hier drauf? War ich doch gerade schon. Okay, daran kann ich als Ball auch nicht rumrollen. Vielleicht ganz auf ihm drauf. Nein. Alles zubomben bringt auch nichts. Vielleicht mit etwas Geduld. Ah, ich muss mich richtig positionieren. Und jetzt? Was machst du denn mit mir? Okay, er geht scheinbar irgendwo mit mir hin. Die Stacheln sind eine Illusion. Nein, sie waren echt. Oh, hier ist eine Treppe. Das wusste ich natürlich. Und nu? Jetzt hat er keinen Bock mehr auf mich. Alles klar. Ich gehe einfach mal hier rein. Da drin wird es irgendwas geben. Was ist das denn? Gravity Suit. Ich habe doch gesagt, die brauche ich. Ja, dann kann ich jetzt auch bei der einen Wasserstelle weiter. Ich habe ja gesagt, die brauche ich. Die werde ich hier irgendwo... Ah, jetzt habe ich die Lila. Die sieht so gut aus. Jetzt fehlen mir, glaube ich, meines momentanen Wissens nach nur noch 2 Items. Wenn ich mich nicht irre. Natürlich, es war so klar. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall hier vernünftig springen. Achso, dann sollte ich vielleicht hier hoch. Wunderbar, jetzt muss ich hier nicht mehr diesen komischen Mist mitmachen. Die haben mich nicht verletzt? Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass die ganze Zeit... Stimmt, ich hätte auch viel weniger Leben sonst. Obwohl, hätte ich das wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe schon ordentlich auf den Sack gekriegt. Und zack, Save, Gravity Suit abspeichern. Und jetzt kann ich eins weiter unten nach rechts weitergehen. Weil ich diese sexy lila Suit anhab. Oh, ich brauche schon... Ups, ich rüste die schon mal aus, um gleich erstmal einer an der Tür zu verballern. Genau. Warte mal, hier kriege ich noch eine Powerbombe. So. Und jetzt können wir weiter das Gebiet erkunden. Was ist das denn? Mist. Okay, diese Spikes hier sind keine Illusion gewesen. Die waren echt. Was geht denn hier ab? So.
geht denn hier ab? Alles klar. Mist. Ich wusste doch, es geht irgendwo hoch. Okay, und Raketen. 1, 2, 3, 4, 5 vom Strom treffen lassen, ist cool. Und jetzt müsste ich irgendwie beim E-Tank, glaube ich, irgendwann rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Aber bestimmt irre ich mich wieder. Ich hätte einfach mal in den Kartenraum gehen können, so nebenbei. So. Oh, hier ist noch ein E-Tank. Na gut. Habe ich jetzt wieder volles Leben oder nur den einen E-Tank mehr? Ich habe wieder volles Leben. Wunderbar. Oh oh. Ich habe nicht mehr volles Leben. Nicht so cool. Ah gut, da ist eine Treppe. Hallo, geh da runter. Die machen kaum noch Schaden, die Spikes. Das ist auch gut. Das ist gut für mich. Dann sterbe ich nicht so schnell, wenn ich wieder irgendwie... schwupp. 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 Und weiter geht's im Spiel. Schon 7 E-Tanks. Wahnsinn, ey. Und ich weiß, wo der 8. ist. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wie ich da hinkommen soll. Aber das finde ich schon noch heraus. Stirb. Aber das Spiel hier finde ich schon mal definitiv besser als den ersten Teil von Metroid. Weil ich glaube, die Gravity Suit gab es bei Metroid 1 auch, aber man brauchte sie einfach nicht. Also ich habe sie beispielsweise nicht gefunden und konnte trotzdem das Spiel beenden. Was ich irgendwie ziemlich dämlich fand. Ich habe so einiges nicht gefunden. Ich habe einiges nur gefunden, weil ich danach gesucht habe. Aber wie ein Irrer danach gesucht habe. Hallo, springst du mal hoch genug? Dankeschön. Und dadurch. Und jetzt einfach im freien Fall nach unten. Yeah! Wow, das nenne ich mal einen langen, weiten Fall. Oh, ich verballer die ganze Zeit Raketen. Das ist ja blöd. Verballer ich immer noch Raketen? Ach, keine Ahnung. Die Erde bebt einfach nur so aus Scheiß. Absolut niemand von euch hat Leben fallen lassen. Wozu töte ich euch dann alle? Jetzt habt ihr ein bisschen Leben fallen gelassen. Das ist doch mal schön. Ups. Aber warte mal. Ach Mist. Da ging es irgendwo noch nach links. Das habe ich genau gesehen. Da war irgendwo ein Raum. Aber der Typ ist jetzt wieder da, ne? Ja, das ist ja blöd. Aber jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Oder das war einfach nur so ein Randglitch, weil hier alles am Wackeln war. Aber ich glaube, es ging nach links. Einfach mal überall alles abgucken. Bums. Nix Bums. Ah, Krebse ohne Augen auf einmal. Vielleicht muss ich wirklich hier ins Wasser runter. Einfach mal weiterrollen. Uncooler Krebs. Nein, dann hier hoch vielleicht. Schwuppidoppidopp. Zelda-Musik in Metroid. Was auch immer das soll. Bist du immun? Nee, du hältst nur wahnsinnig viel aus. Okay. Wo und wie komme ich nach unten? Ich muss da oben hin. Okay, wie komme ich nach da oben hin? Ah, von hier aus. Okay. Alles klar. Easy peasy. Plops. Einfach runterfallen. So. Da sind wieder überall Krebse. Die können mir weitestgehend egal sein. Und gelb war das hier, glaube ich. So,
Und es geht nach unten, nach irgendwo hin. Aber ich habe diesen einen E-Tank noch nicht geholt. Ich muss irgendwann noch irgendwie diesen einen E-Tank holen. Mache ich, wenn ich wieder hier raus bin. Erstmal sehen wir uns ein wenig in Maridia um. Das ist jetzt aber nicht schon die Stage, wo Ridley kommt, oder? So. Ich hoffe, dass es nicht die Stage ist, wo Ridley kommt. Weil ich will gegen Ridley als letztes kämpfen. Insofern ich die Wahl habe. Oder als vorletztes quasi. Vor dem Endboss halt. Mist. Und schwupp. Was auch immer das da für ein Ding ist, was gerade ins Wasser gehüpft ist, um mir offensichtlich keinen Schaden zu machen. Verliere ich hier drin Leben? Nee. Okay, Säure scheint mir nichts mehr anhaben zu können. Oder das ist einfach nur Pinkelwasser. Das ist ja mal eine sehr interessante Stage. Die ist komisch. So, und na, verdammt Axt. So, schwupp. Und nochmal schwupp und da hoch und hallo, nimm. Okay, immerhin hat sich's mitgenommen. Diese Musik. Das ist die, die bei Metroid Other M immer läuft, wenn man das Spiel neu gestartet hat und da drin steht, was man alles gemacht hat, was man gerade noch machen wird und muss und. Ist das Treibsand? Oh, das ist Treibsand, in der Tat. Verdammt, ich bin heruntergefallen. Ach so. Und hier drin kann ich mich scheinbar nicht frei bewegen, trotz meiner Gravity Suit. Nicht hier auch noch runtersinken, bitte. Nein, nicht runtersinken, habe ich gesagt. Dankeschön. Was geht denn hier ab? Wenn ich jetzt nach rechts gehe, müsste ich theoretisch zu einer Tür kommen. Irgendwie. Da muss ich wahrscheinlich noch weiter oben nach rechts. Ja, und hier komme ich zu einer Tür, wo ich eben gerade heruntergesackt bin, oder? Na, immerhin verpasst man hier nichts. Ist ja schon mal was Tolles. Ach, hier geht es noch weiter hoch. Oh Mist, Walljump klappt mal wieder nicht ganz so wie gewollt. Ich lasse mich wieder von einem treffen. Alles klappt super. So, hier unten gibt es auch nichts, okay. Hier sind irgendwelche komischen Super Mario Gegner, deren Namen ich vergessen habe. Hieß nicht Koopas? Ich glaube Koopas hieß nie. Stachel Koopas. Ist das Treibsand im Wasser? Ja, das ist Treibsand im Wasser. In Pinkelwasser. Und hier geht es auch nicht weiter. Ups. Na gut, dafür hätte ich vernünftig springen müssen. Beziehungsweise fallen. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass da drunter noch Boden wäre, aber... Ich weiß nicht, irgendwie müsste man im Wasser ja theoretisch höher springen können. Das ist in Metroid wieder nicht der Fall. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es Pinkelwasser ist. Es sind Spike Tops aus Mario. Dann hießen sie halt Spike Tops. Das meinte ich gerade mit Stachel Koopas. Und hallo, dat Furby. Da und da. Plopp. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Jetzt erstmal hier gucken. Geht es hier auch noch nach unten? Nein. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach nach rechts. Was seid ihr denn? Kann ich euch einfrieren? Oder brauche ich hier erstmal eine Screw Attack? Okay, ich kann hier scheinbar nichts anfrieren und einfach so im Treibsand rumrennen will ich gerade auch nicht unbedingt. Komme ich hier überhaupt wieder hoch?
Ja, in der Tat. Ab und zu kann ich normal springen. Warum auch immer, nur ab und zu. Ach so, umso schneller ich auf Springen drücke, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig springt. Okay. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht mehr so ganz. Wie komme ich hier vernünftig raus? Hallo, danke. Und so, und jetzt versuche ich einfach mal diese Sprünge hier gekonnt zu meistern und nicht wieder in den Treibsand reinzufallen, um solche Probleme zu meiden. Aber leider stelle ich mich wieder ungeschickt genug an, um es doch wieder zu verkacken. Oh Gott. Kurz warten. Ich habe das Gefühl, ich kann nur an manchen Stellen vernünftig hochgehen. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal einfach tiefer sinke. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich glaube, ich muss einfach nur das richtige Tempo hinkriegen mit dem Springen. Weil wenn ich ganz schnell drücke, sinke ich weiter ein. Wenn ich so ein bisschen langsamer drücke, komme ich teilweise höher und... manchmal auch nicht. Ich kapiere das gerade nicht so ganz. Jetzt habe ich wieder das richtige Tempo erwischt, glaube ich. Alter, verdammte Axt. Das kann ja kompliziert werden, hier rauszukommen. So, ich glaube, ich komme gerade immer etwas höher. Jetzt nicht mehr. Hey, dieses Spiel, das ist ja der Wahnsinn. Dann versuche ich extra noch nicht mehr da drin zu landen, dann fliegt auf einmal so ein Teil daraus und kickt mich hier rein. Boah, mir fällt gleich der Daumen ab. Alles klar, schön, dass du versuchst, irgendwas zu landen. Ey, jetzt hat mich wieder das Ding erwischt und ich sinke wieder. Was ist das bitte für ein Müll? Das ist, glaube ich, mit Abstand die behindertste Stage in diesem Spiel. Ja, wow. Triff mich halt und kick mich, versenk mich wieder dabei, fast dabei. Wieso kann ich jetzt auf einmal normal springen? Was soll das? Nein. Boah, das war knapp. Nein. Ab und zu kann ich ganz normal springen und manchmal auch nicht. Jetzt konnte ich wieder... ich weiß nicht, habe ich schon wieder das Spiel geglitscht oder so? Ach, keine Ahnung. Oh, einfach hier durch. Ist das ein anstrengendes Spiel. So. Hat mich auch nur irgendwie mein halbes Leben gekostet oder so, dieser eine Screen. In dem eigentlich so mal ziemlich nichts passiert. So, und jetzt einfach die ganze Zeit nach oben ballern. Das reicht scheinbar nicht, um euch zu... ja, da kommen mehr. Warum kommen denn da noch mehr? Warte mal, wenn es hier noch mehr kommen, dann geht's da runter. Ja, sage ich ja, da geht es runter. Ich gehe erstmal kurz hier reingucken. Boah, ich hätte jetzt schon geragequittet. Nee. Ragequitten ist nicht ganz so mein Ding. Auch wenn mich diese Stelle eben gerade schon wieder ein bisschen abgefuckt hat. Immerhin bekomme ich hier an diesem Typen mein Leben wieder. Und hier brauche ich die andere Seite. Oder ein Wavebeam oder was auch immer. Ich glaube, mit Wavebeam bringt das da auch nichts, wenn das grün ist. Ja, okay, jetzt einfach mal das Leben da drüben holen. Hallo, danke. Und danach das Leben hier holen. Einrollen und runterfallen. Lass mich raten, hier landet irgendwo ein Krebs. Oder auch nicht. Rechts muss ich aufsprengen, also einfach mal nach rechts gehen zuerst.
Das ist, glaube ich, die Karte. Map Data completed. Ach du Scheiße, ist das hier riesig. Da hinten ist ein Safe. Da unten ist noch ein Safe. Da war ich scheinbar schon mal. Wie bin ich denn da hingekommen? Ach, ich weiß, wo das ist. Na klar. Das ist der Raum, der so cool aussah. Und ich komme jetzt wahrscheinlich hinter diesem Raum einmal lang. So. Oh, nicht so hoch springen. Ist unnötig. Plop, plop. Und plopp und plopp und hups und plopp. Und hier, ich glaube, ja, treffen müsste ich auch noch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, wenn ich mich nicht irre. Aber was soll's, ich brauche kein Zurück. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Quatsch. Falsche Taste. Ich wollte wieder mein X-Ray-Dingsbums haben. Okay, das ist jetzt interessant. Es geht nach rechts weiter. Was zur Hölle? Wo komme ich denn jetzt an? Ich bin in einem anderen Teil der Welt angekommen. Wie viele Folgen nimmst du eigentlich auf? Ich habe keine Ahnung. Bis ich keinen Bock mehr habe oder abhaue. So, es ging da hoch. Aber es müsste eigentlich auch irgendwo runter gehen. Oder es geht einfach nur hier hoch und... Hallo? Hallo? Jetzt muss ich diesen Sprung gekonnt hinkriegen. Aber ich krieg ihn nicht gekonnt hin. Ah, doch, ich habe ihn hingekriegt. Oh yeah. Aber ich glaube, der bringt mir nichts. Ja, gut, ich komme hier auch gar nicht mehr zurück, sehe ich gerade. Einfach nochmal hier die Decke absuchen. Den Boden vielleicht nochmal. Nichts. Okay, also muss ich wirklich runter und habe verkackt. Ja, das hier war der Raum, wo ich meinte, der sieht so cool aus. Schön, dass ich ihn jetzt wieder von hier sehe. Ich dachte eigentlich, sie würden ihn jetzt von außen sehen. Weil ich eigentlich dachte, ich komme hier weiter. Aber, ja, habe ich mich wohl geirrt. Ich könnte jetzt entweder weiter nach Brinsta oder zurück nach Kateria. Ich muss wohl oder übel den anderen Weg nochmal finden, den ich jetzt hier vergesse. Ach, hier bin... Ach du Scheiße, bin ich weit weg. Verdammt. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber bei der Gelegenheit kann ich mich irgendwo gleich nochmal voll heilen gehen. Das war ja, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, genau hier war es. Yeah, dann heile ich mich kurz voll. Muss das hier mal checken. So. Ah, verdammt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Jetzt habe ich den Chat nicht mehr offen. So. Jetzt aber habe ich den Chat wieder offen. Cool. Energie recharge complete. Und plopp. Auf dich schießen und hups. Auf dich schießen. Auf dich ungefähr mittig schießen. Und ich glaube, es war hier auch da. Okay, perfekt. Der Sprung war kacke, aber hat funktioniert und gereicht. Jetzt einfach wieder nach oben. Ey, was soll das denn? Wo geht es denn jetzt am besten lang? Zurück nach Kateria, nach oben gehen einfach. Oder da nach links. Ich tippe auf nach oben gehen. Nach oben gehen sieht immer sicherer aus. Also insofern sicherer, dass es auch funktioniert, dass man wirklich nach oben kommt. Weil ich habe soweit eigentlich alles, dass ich überall nach oben komme zumindest. Nach links kommt, da wäre ich glaube ich eh nicht nach links gekommen, weil da keine Möglichkeit war, nach links zu kommen. Yeah, das ist cool. Ey, puh, nein. So.
Gut, dass mich so ein Krebs hier mehr heilt, als ich an Schaden an irgendwas kriege. Verdammt. Verdammt. So, wieder volles Leben. Wieder hier reingefallen. Coole Sache, coole Sache. Und das da durchschießen. Und bups, bups, bups. Da geht es zum Safe. Ach, gehen wir einfach mal zwischendurch speichern. Schaden wird es nicht. Es wird mich auch nicht umbringen, wenn ich speichere. Ach, diese Gravity Suit sieht einfach so cool aus. Wobei, Metroid Other M sieht sie noch cooler aus. Da ist sie einfach richtig gut. Selten eine bessere Gravity Suit gesehen. Als in Metroid Other M. Ich glaube noch nie, aber ist auch egal. Und dann nach oben, dann komme ich wieder hier an, das genau nicht da ist, wo ich jetzt gedacht hätte. Doch, das war da, wo ich gedacht habe. Hier hoch und da kommen gleich wieder diese Serizianer. Richtig. So, und einfach durch. Das klappt super. Flop. Hm, das ist aber echt gerade ziemlich reibungslos verlaufen. Ich bin stolz auf mich. So, okay. Irgendwie hätte ich hier herzlich wenig erkundet. Dann erkunde ich hier nochmal kurz den Rest. Dann laufe ich halt einfach unten lang. Mir auch egal. Das sah seltsam aus, das sah irgendwie so weggeglitscht, als ich durch ihn durchgefallen bin, aber was soll's, ist nicht mein Problem. Mist. Gut, so klappt das. Und wo wollte ich denn jetzt genau hin? Hatte ich mir jetzt schon mal die Karte geholt? Nein, hatte ich nicht, dann mache ich das gleich erstmal. Oder hatte ich sie mir geholt? Ich glaube nicht. Oder doch? Ach, keine Ahnung, egal. Ich hole mir jetzt erstmal die Karte. Danach werde ich das Spiel speichern. Und dann muss ich hier nach unten. Ah, genau, hier ging es nach unten. Ne, da hinten ging es nach unten. Stimmt, das Spiel war hier total tricky und so. Wieso wirst du nicht mehr weggestoßen von meinen Bomben? Puh! So, und einfach hier runter. Und jetzt habe ich hier wieder überall diese Typen, ne? Ne, ich habe nur diesen Typen überall. Doch, ich glaube, ich hatte mir die Karte schon geholt. Ja, NoHope schreibt es auch gerade. Ja, definitiv schon geholt. Dann ist echt nur dieser eine Raum hier über. Gut, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich zu... Wo ist denn der Raum? Da oben irgendwo. Wie ich da hinkomme, wo Dings war. Huch, wer schießt denn von euch immer auf mich? Und immer genau da. Und plopp, plopp, plopp. Gut. Dann möchte ich gerne diesen einen E-Tank haben, den ich da hinten gesehen hatte. Versuche ich den einfach als nächstes zu kriegen. Ansonsten muss ich, glaube ich, wieder da unten nach rechts gehen. Hallo, geh aus mir raus und lass dich töten. Vielen Dank. Nein, nein, verdammt. So, klappt das. Schwupp. Das müsste irgendwie hier durch die Wand sein. Oder ich muss hier irgendwo was kaputt machen. Du stirb mal. Ich benutze mal dich. Nein.
Hier auch nicht. Und direkt unter mir vielleicht auch nichts. Dann habe ich keine Ahnung, wie ich zu diesem E-Tank komme, der sich da irgendwo unter mir befindet. Okay, ich scheine dann noch nicht hinzukommen. Vielleicht muss ich später irgendwas besonderes Cooles machen oder so. Aber momentan wüsste ich nicht wie. Ach so, hier geht's nicht runter. Natürlich nicht. Geht's denn jetzt vielleicht schon mal nach rechts weiter? Willst du hier einfach durchrushen und dann steht auf einmal so eine Blockade im Weg? Wie gesagt, ich hasse es, wenn irgendwelche... Jetzt kann ich nach rechts weiter. Okay. Sind das diese Spaghettis? Nee. Gehst du kaputt, wenn du da reinfällst? Offensichtlich nicht. Kann ich euch nicht irgendwie... Ich kann euch echt nicht kaputt machen? Dann fall halt da rein. Und der ganze Weg für Raketen. Na super. Na gut, vielleicht brauche ich sie ja irgendwann alle noch. Ach ja, dieses Spiel ist so krass. Warum ich auch immer sowas sage. Warte mal. Okay, da scheint es nichts mehr zu geben. Was für ein ätzender Raum. Ich hasse ihn. Piu, 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 piu. Piu, piu. Ihr müsst alle sterben. Piu, piu. Und noch mehr piu. Und wieso kann ich hier nicht runter? Das ist so dumm. Oh Gott. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch. War in der Hoffnung, dass ich dann weniger Schaden kriege. Dem war aber auch nicht so. Ich glaube, ich konnte hier einfach durchgehen. War das so oder war es nicht so? Ne, jetzt komme ich wieder in dem Raum, wo der E-Tank ist. Von wo aus sollte ich denn... Unter mir muss irgendwie ein Raum sein. Da muss ich jetzt entweder ein Stockwerk weiter unten oder von... der Wand irgendwie da durchbrechen. Aber ich kann auch nicht so machen, oder? Nee. Dann weiß ich nicht, wie ich da in den Raum reinkommen soll, der da drunter sein muss. Ich möchte aber diesen E-Tank haben. Ging es hier runter? Nee. Wo war denn das? Hier wahrscheinlich irgendwo. Ja. In der Tat. Und hier wieder hoch. Warte mal, hier kam ich nur zu diesem einen Raum, wo ich im nächsten zu der Rakete gebracht wurde, glaube ich. War das nicht irgendwie so? Ja, von wegen, die Spikes sind eine Illusion und ich krieg keinen Schaden. Und wie ich da Schaden kriege. Aber ich glaube, ab da kriege ich keinen Schaden mehr, so ungefähr. Gut, dann lasse ich mich nochmal von dem runtertragen und gucke, ob ich hier irgendwie dann gleich durch die Wand dashen kann. Sobald der Typ mich losgelassen hat und sich dachte, ich habe dich nach unten transportiert. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Oder so.
Vorausgesetzt natürlich, ich kann gleich an dem Typen vorbei wieder nach oben gehen. Ich sehe gerade was ganz anderes. Das hätte ich vielleicht vorhin schon mal entdecken sollen. So, dann hier noch weiter aufspringen. Du fällst bitte mal ganz schnell da runter. Kann ich auf dich drauf gehen? Ja, okay. Na super, hier komme ich nur zu Raketen. Das ist zwar schon mal cool, die gefunden zu haben. Die wurden mit X-Ratings angeschaut hast. Okay. Superbombe. Ah ne, Powerbombe hieß es. Ah, verdammt. Gut, dann muss ich hier... Puh. Was ist denn hier los? Mist, schon wieder verkackt. Ich werd bekloppt. Kann ich das jetzt mal bitte richtig machen? Hier ist doch locker schon wieder irgendwo ein Blödsinn, mit dem es eigentlich viel einfacher gehen würde. Ach, egal. So. Bin ich bescheuert? Wieso schaffe ich keine 3 Sprünge in Folge? Ich bin zu blöd, die Musik hier ist langweilig und ich kann nicht springen. Wow. Fu. Ich werd bekloppt. Ohne Witz, was ist das für ein Müll? Nein, jetzt will sie wieder nicht. Und sie will schon wieder nicht. Mano! Ohne Scheiß, jetzt habe ich es wenigstens schon mal darüber geschafft und dann springt sie einfach nicht ab. Boah, ich verliere hier noch mein ganzes Leben auf dem Weg zu diesem blöden E-Tank. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe ganz allein dort hingefunden. Dorthin gefunden. Dahin gefunden, wie ich da hinkomme, meinte ich. Weil ganz hinfinden werde ich, glaube ich, auch nicht mehr. Nein! Schon wieder springt sie nicht. Ah, Gott, ey. Boah, diese Frau. Hast du den Superjump schon? Danke. Okay, ich hab's verkackt. wie funktioniert der nochmal? Vielleicht brauchst du den Screw Attack dafür. Nicht unbedingt. Das geht ja auch ohne, wie man sieht. Scheiße. Warte mal. Ach so, ich habe noch ein bisschen Zeit danach. Alles klar, dann kann ich auch einfach durchlaufen. Ja, Super Jump ist definitiv effektiver dafür. Na gut. Okay, ohne Super Jump wäre ich da eh nicht hochgekommen, sehe ich gerade.
Gut, jetzt nochmal X-Ray. Wo breche ich denn durch? Einfach komplett hier, alles klar. Ach, das ist ein Reservetank und kein E-Tank. Noch besser. Ich versuche das hier. Ich bin auch überhaupt nicht auf die Idee mit dem Superjump gekommen. Scheiße, ey. War lustig zu gucken, wie ich mich abmühe. Vielen Dank, ey. Ich fand das nicht so witzig. Aber das war immer mein Spoiler, der angebracht war. Und ich sag auch mal, passend. Ach, ich falle einfach runter. Okay. Natürlich, wieso nicht? Ich würde sagen, wo ich mich jetzt so an dieser Stelle schon wieder halb getötet habe, könnte ich eigentlich nochmal zurückrennen, mich heilen und so weiter. Wo gab es denn den Heilraum? Ich glaube, ich musste jetzt gleich einfach nach unten. Also jetzt noch nicht hier so, sondern erst in dem Raum danach. Was ist denn hier unten? Warum habe ich das noch nicht erkundet? Das weiß kein Mensch. So. Bam, bam, bam. Und die sterben wieder schnell. So, ich glaube einfach nur runterfallen jetzt komplett, bis ich dann irgendwann bei der Heilstation ankomme. So. Ja, noch den Fahrstuhl nehmen. Am besten nicht darauf rumrollen. Und dann wollte ich, glaube ich, danach wieder nach... Hieß es Meridia? Meridia? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da wollte ich hin ungefähr. Hier wäre wieder der Speicherraum. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Und... Bin ich hier richtig? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich wollte hier gar nicht runter. Ich musste doch noch ein bisschen Umweg gehen, nachdem ich hier einfach runterfalle. Ja, das sieht vertrauter aus. Wow. Ich bin so ein Naturtalent, was dieses Spiel angeht. Ich faile nie. Naja, so viel dazu. Ich faile nie. Ist das nicht witzig? Zack, gefailt. Aber ich bin davon ausgegangen, dass allein, weil ich sowas sage, ich gleich wieder irgendwo drin stecken werde. Und plopp, und plopp. Und einfach alle einfrieren und kriege ich keinen Schaden von euch. Und dauert zwar länger mit dem Runterfallen, aber was soll's. Bin ich denn jetzt richtig? Ich muss noch eine ganze Ecke weit nach unten, okay. So, und dann... Müsste ich gleich angekommen sein. Und jetzt darf ich danach den ganzen Weg wieder nach oben gehen, weil es so schön war. Aber dafür habe ich wieder volles Leben. Energy Recharge completed. Und an dieser Stelle eben gerade hat es sich auch wirklich gelohnt, nebenbei den Stream anzuhaben. Ich wäre, glaube ich, niemals auf die Idee gekommen, einfach mal den Power Jump zu benutzen. Oder ich wäre vielleicht noch irgendwann auf die Idee gekommen, aber erst so in 4 Stunden, wenn ich dann immer noch dabei versucht hätte, da hochzukommen. Obwohl, nee, spätestens wenn mir aufgefallen wäre, dass ich da oben nicht lang komme. Also heißt, wenn ich diese Sprünge geschafft hätte, also ungefähr in 3 Stunden erst, wäre mir, glaube ich, auch aufgefallen, so, ich mache irgendwas falsch. Ach scheiße, ich mache schon wieder irgendwas falsch. Ich sollte nicht so eine Skill-Jump-Treppe bauen. Ich muss eine Treppe bauen, bei der ich absolut nichts können muss. Wie zum Beispiel diese hier und ich verkacke sie trotzdem. Wahnsinn. Weil ich mir denke, ich mache irgendwelche Skillshots in der Luft. Natürlich. Das klappt auch mit Sicherheit, wie man sieht. Jetzt mache ich schon wieder so eine blöden Schüsse. Und hier hoch, okay. Wie kann ich denn da eigentlich durch? X-Ray. Blub, 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 blub. Ne, okay. Ach, jetzt bin ich hier wieder, in diesem schönen Raum. In dem Raum der Freude, oder so. Hey, das lief gut. Abgesehen davon, dass ich jetzt am Ende doch wieder da reingefallen bin.
und feststecke und jetzt endlich heraus. Okay. GG. Oh, Schwapp, 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 Schwapp. X-Ray. Was sind das für Dinger? Das sind, glaube ich, einfach nur Röhren. Ich glaube, die sollen nichts bedeuten. Vielleicht schon und ich erkenne es nur nicht, ihre Bedeutung, aber das ist auch völlig egal. Yes, ich möchte safen. Vielen Dank. Safe completed. Klopp und hier durch. Und jetzt kann ich wieder einfach nach oben gehen und Meridia suchen. Ich habe nicht mehr die geringste Ahnung, wie ich dahin kam. Aber ich habe immerhin schon mal alle Items, die ich jetzt haben wollte, also wo ich weiß, wo die sind, die ich bisher haben wollte. Jetzt fehlen, glaube ich, echt nur noch Screw Attack und Wave Beam von den Items, die ich noch brauche. Und ansonsten vielleicht noch irgendwas, was ich nicht kenne. Also muss nicht mal was sein, was ich nicht kenne, aber ich wüsste gerade nicht was. So. Und bisschen Anlauf. Hui. Der Boss-Stage zwar noch 5 Stunden und der Speedrunner hat das Game in 36 Minuten durchgezogen. Mega Man X, ja. Habe ich leider noch nie gespielt, aber sobald ich das nächste Mal Wii Points habe, werde ich mir für die Wii erstmal Mega Man X und X2 holen und ich weiß nicht, wie viele Teile es von Mega Man X gab. Also rein mechanisch sah das Spiel verdammt gut aus. So, jetzt bin ich wieder hier angekommen. In dem Raum, wo ich speichern kann. Hey, warte mal. Geht das hier irgendwie durch die Wand durch? Offensichtlich nicht, aber es ist ein Raum neben diesem hier. Bis X8, dann habe ich schon wieder 8 Teile Mega Man vor mir. Beziehungsweise 10. Ich habe ja irgendwann mal idiotischerweise angefangen, die komplette Reihe von Mega Man zu let's playen. Ja, Mega Man 1 bis 8 hatte ich let's played, 9 und 10 habe ich jetzt auf Wii, das mache ich irgendwann noch. Und dann kommen irgendwann nochmal die X-Teile, glaube ich. Was mache ich denn? Will ich ernsthaft dieses Ding von mir weghalten, anstatt einfach drunter durchzugehen? 7 und 8 PS2 und PC only sind. Von Mega Man X 7 und 8 oder was? Vermutlich. Bin ich von hier aus nicht von irgendwie irgendwo in ein anderes Gebiet gekommen oder so? Auf jeden Fall bin ich hier irgendwo hoch. Ah, hier bin ich hoch. Okay. Weil ich eigentlich dachte, dass ich hier zu dem Reservetank kommen würde. Aber dem war scheinbar auch nicht so. Ach so, da hinten habe ich nur den Boden auf den Spikes nicht erkundet. Ist das richtig? Deswegen schickt mich das Spiel hier hin. Hey, du hast da unten den Tod noch nicht erkundet. Geh da mal ganz schnell hin und verliere erstmal wieder einen halben Tank. Vielen Dank. So. Gut. Dieser Erkundungswahn bringt mich irgendwann noch um. Aber egal. Dachte, da wäre halt vielleicht noch irgendwas, ups, was ich übersehen hätte. Hier geht es nach rechts weiter. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, wieder außerhalb des, also hinter dem Schiff und da hinten geht's nach Meridia. Ich brauche ein Mega Man, Mega Man X Spiel. Ich habe aktuell
Ich glaube nur noch 3 Spiele hier. Auch wenn das mal mehr waren, aber. Oder 4? Keine Ahnung. Flop. 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 Immer, dass hier die ganze Welt wackeln muss, nur weil ich auf euch Typen rumkloppe. Voll krass. Hallo. Achso, hier könnte ich einfach runterlaufen, weil ich noch gar nicht Maridia bin. Hier hätte ich alles erkundet. Zumindest habe ich eine komplette Karte für den Quatsch hier. So. Gäge, jeck. Mhm. Und hier musste ich einfach nur nach ganz unten zuerst, glaube ich. Schwupp. Hallo, Krebs. Ich glaube, hier bin ich nach oben gegangen. Ich bin mal wieder zu faul, den X-Ray zu benutzen. Deswegen scheiße ich einfach mal drauf. Und danach bin ich... Mist. Hier, glaube ich, runter. Ja, das war der richtige Weg. Und hier geht's runter. Flop. So. Coole Fahrstuhlmusik. Hier ist der nächste Safe. Gut, einen von bestimmt 10 Millionen Wegen bin ich jetzt schon mal komplett abgegangen. Ich hoffe, dass ich nicht wieder den gleichen Weg nehme beim nächsten Mal. Ich glaube, die einzige Stelle, wo sich die Wege gespalten haben, war die, wo auf der einen Seite nur Treibsand war. Und die fand ich nicht so vielversprechend. Ja, ich mache auf jeden Fall erstmal nochmal kurz 5 bis 10 Minuten Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.